Könnt ihr jetzt einen wunderbaren Talk genießen. Der nächste, der hier ansteht, ist zu einem bisschen, naja, ich würde sagen, härteren Thema. Denn es geht um Menschen mit Uterus, also Gebärmutter in Deutschland. Für die ist es nämlich gar nicht so einfach, selbstbestimmt mit ihrem Körper umzugehen. Das liegt nicht nur daran, dass es ziemlich wenige wissenschaftliche Informationen gibt, sondern auch der Zugang dazu ist echt schwer. Das zieht sich bis in den medizinischen Bereich rein. Es ist nämlich leider überhaupt nicht selbstverständlich, dass man in gynäkologischen Praxen respektvoll, professionell und unvoreingenommen behandelt wird. Und deshalb hat sich ein Kollektiv gegründet zur gynäkologischen Selbstbestimmung. Und die stellen sich jetzt selbst vor. So. Hallo, ich bin Lena vom Kollektiv für gynäkologische Selbstbestimmung Gynformation und bin hier mit drei anderen GynformantInnen in einem kleinen Panel-Talk mit uns selber. Und wir stellen unser Projekt gleich mal vor. Ich würde jetzt einmal ganz kurz direkt auf unsere Webseite gehen, um euch die zu zeigen über die Bildschirmfreigabe. Genau, das ist unsere Webseite, die heißt gynformation.de oder gynformation.de und das ist eine Webseite, die niedrigschwellig Informationen zu gynäkologischen Behandlungen zur Verfügung stellt, die möglichst diskriminierungsarm sind und nach bestimmten Filterkategorien sozusagen durchsucht werden können. Im Prinzip steckt dahinter vor allem eine Datenbank von Empfehlungen, die von UserInnen bei uns eingehen, über sozusagen positive gemachte Erfahrungen bei gynäkologisch behandelnden Personen und Geburtshilfe. Und die Empfehlungen gehen bei uns ein über so ein, hier oben auf der Webseite gibt es einen Button, heißt Empfehlen. Und da können die UserInnen einen Fragebogen ausfüllen, der bestimmte Sachen abfragt, also ganz klar einfach so die Basic-Daten zu den behandelnden Personen, die sie empfehlen wollen. Und dann werden aber auch Barrierefreiheit abgefragt. Es gibt grundsätzliche Fragen zu einer guten Behandlung. Da geht es um Konsens in der Behandlung und verschiedene andere Sachen. Und dann geht es aber auch darum, dass die UserInnen sich selber einer Personengruppe zuordnen können. Also man kann zum Beispiel sagen, diese behandelnde Person ging besonders gut um mit Menschen mit Behinderung oder mit nicht-binären Personen in der Behandlung oder so. Und dann werden diese Fragebögen bei uns eingespielt und wir werten die aus und machen daraus Profile, die man in der Suche finden kann. Da kann man dann wiederum filtern nach den Personengruppen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich suche eine Person, behandelnde Person, die gut umgeht mit asexuellen Personen und dann bin ich auch noch, habe ich Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt gemacht zum Beispiel und suche eine Begleitung bei einer außerklinischen Geburt in einem bestimmten Bundesland, dann kann ich das filtern und finde sozusagen die ÄrztInnen und GeburtshelferInnen, die für diese Kategorien empfohlen worden sind. Und genau, das ist im Prinzip schon das ganze Prinzip von der Webseite. Und grundsätzlich sind unsere Anliegen einmal ein Informationsrecht bezüglich gynäkologischen Behandlungen zu ermöglichen. Das heißt, einerseits in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche ist das ja ein sehr virulentes Thema, aber auch in Bezug auf diskriminierungsfreie Behandlung. Und es geht eigentlich darum, aus einer PatientInnenperspektive Menschen zu selbst ermächtigen, gute Behandlungen einzufordern und zu finden. Und genau, Lisa ist unsere Expertin für rechtliche Fragen im Kollektiv und arbeitet auch aktiv mit, eigentlich seit Beginn der Gründung des Kollektivs im Sommer 2019. Wir sind online gegangen im März 2020 übrigens. Und Lisa, vielleicht kannst du mal sozusagen was dazu sagen, was uns denn von anderen Ärztebewertungsplattformen wie Yameda unterscheidet aus deiner Sicht.
Genau, also das ist eine der großen Fragen gewesen, die wir uns am Anfang gestellt haben, weil es relativ viel Rechtsprechung zu Yameda gab und die auch Grenzen gesetzt bekommen haben und auch mit vielen Klagen überhäuft wurden. Und das war so eine Art Klagenrisiko, das konnten wir als ehrenamtliches Kollektiv zu dem Zeitpunkt eben, mussten wir sehen, dass wir das Risiko so gering wie möglich halten. Allerdings gibt es das Risiko auch für uns jetzt nicht in der Art und Weise, weil es eben zwei Dinge gibt, die uns ganz entscheidend von Yameda unterscheiden. Und zwar erstens, dass wir uns entschieden haben, keine Negativnennungen in unserem Verzeichnis zu bringen. Das heißt, wir haben nur Empfehlungen von GynäkologInnen und Hebammen, die positiv empfohlen wurden. Wir haben zwar intern auch eine Feedback-Möglichkeit, dass Leute eben zurückmelden kommen können, okay, wir sehen, ihr habt hier Leute verzeichnet, ich habe da eine schlechte Erfahrung gemacht. Das wird dann auch gewissenhaft von uns irgendwie auch aufgenommen und verarbeitet, allerdings nicht auf der Seite genannt, weil man da eben rechtliche Probleme bekommt mit der Berufsfreiheit und auch mit Konkurrenzfragen. Und der zweite große Unterschied zu Yameda ist, dass die Möglichkeit angeboten haben, eben für Ärztinnen Premium-Profile anzulegen. Und die haben dann eben Geld dafür bezahlt und wurden dann eben richtig schick mit Bild und allem Möglichen an erster Stelle angezeigt. Und das gibt es bei uns eben nicht. Wir haben, du hast es ja eben schon erklärt, Lena, die ganz normalen Filtermöglichkeiten nach Personengruppen, Behandlungsmethoden und Bundesland. Und da gibt es keine Möglichkeit, sich irgendwie besonders zu profilieren. Und deswegen haben wir da eigentlich ein ganz anderes rechtliches Risiko. Ja, und vielleicht ergänze ich auch nochmal aus meiner Perspektive, was natürlich für uns auch ein wichtiger Grund war, dass es halt kein Negativbewertungsportal ist, ist, dass wir einen möglichst schnellen und sicheren Zugang zu diskriminierungsfreien Behandlungen sozusagen ermöglichen wollen und es auch für die Menschen, die danach suchen, gar nicht so angenehm ist, sich durch diese ganzen negativen Erfahrungsberichte durchzuscrollen. So, es geht ja darum, dass man möglichst schnell eine gute Behandlung findet. Und das ist sozusagen auch einer der wesentlichen Gründe gewesen, also dass wir das so gemacht haben, würde ich denken. Und vielleicht, Alina, kannst du auch nochmal so beschreiben, warum wir das Kollektiv überhaupt gegründet haben und was sozusagen die gesellschaftspolitischen Kontexte sind und Themen oder Probleme, auf die wir damit sozusagen reagieren. Genau. Ach so, Alina, ist übrigens sozusagen, hat das Kollektiv so ein bisschen ins Leben gerufen. Das war so ursprünglich ihre Idee und ist so vor allem zuständig für die Texte und den kleinen Blog, den wir noch auf unserer Webseite haben und die Öffentlichkeitsarbeit, Social Media und Pressearbeit. Danke, Lena. Ja, total gerne. Also ich glaube, dass viele vielleicht, die auch zuschauen, diese Erfahrung machen, dass man sich über Arztbesuche, Ärztinnenbesuche austauscht und einfach sehr viel negative Erfahrungen, vor allen Dingen auch im Bereich der Gynäkologie, so zirkulieren. Und man sich eigentlich immer so ein bisschen fragt, ah, wie finde ich jetzt jemand Besseren? Und das häufig eher so über Mundpropaganda geht und da ein wichtiges Tool, das auch in Paris sozusagen schon existiert, was wir so ein bisschen als Inspiration genutzt haben, kann eben so eine kollektive Wissenssammlung und Datenbank sein. Und damit reagieren wir aber nicht nur auf dieses, oh, ich habe mal eine individuelle schlechte Erfahrung gemacht, sondern auch einen gesellschaftlichen Zustand, der halt System hat. Also wir erkennen halt in der Medizin einfach ein System, in dem sehr starke Hierarchien wirken, weil wir als PatientInnen super stark abhängen von dem, was wir an Behandlungen angeboten bekommen. Und oft uns entweder unsere Rechte nicht bewusst sind oder vielleicht auch das medizinische Fachwissen gar nicht haben, um Entscheidungen sozusagen richtig zu treffen für uns. Und wir hängen davon ab, finde ich, also dass das Wissen, was wir als PatientInnen mitbringen, gekoppelt wird an das Fachwissenschaftliche, was die Ärztin oder der Arzt eben mitbringt. Und dann kann auch eine gute Behandlung gelingen. Was momentan der Fall ist, gerade in der Gynäkologie, ist eher, dass eben Geschlecht weiterhin binär gedacht wird. Das führt zu einer starken Diskriminierung von ganz vielen Personen im gesamten medizinischen Bereich. Wir haben es zu tun mit viel Stigmatisierung von queeren Personen, von Transpersonen, von Gruppen auch wie SexarbeiterInnen in der Gynäkologie. Wir
haben in der Medizin ein großes Problem mit Rassismus, was zu einer starken Ungleichbehandlung in vielen Fällen führt und auch einfach zu ja, gravierenden gesundheitlichen Schäden, teilweise auch aus Behandlungen. Wir haben Praxen, die nicht zugänglich sind für Rollstuhlnutzerinnen oder nicht ausreichend ausgestattet sind in der Kommunikation für sehbehinderte, hörbehinderte Menschen oder einfach gar keine Sensibilisierung auch für Ableismus besteht in dieser Praxis bei den behandelnden Personen. Gerade in der Gynäkologie ist auch die Erfahrung von sexualisierter Gewalt eben was, wo wir mehr Professionalisierung bei den Behandelnden brauchen. Fettshaming, Übergriffe auch in der Behandlung selbst, die nicht nur verbale Gewalt angehen, verächtliche Bemerkungen, sondern auch richtig bis zu sozusagen körperlichen Übergriffen gehen können. Also die Liste ist leider sehr lang und hat System. Und deswegen haben wir dieses Kollektiv gegründet, damit wir besser und leichter eben an die vielen positiven BehandlerInnen kommen können, die es ja auch gibt, zum Glück. Ja, und genau, ich habe das auch schon angedeutet, wir sind ein Kollektiv, das aus PatientInnen-Perspektive arbeitet, in dem aktiv am Projekt beteiligten Kollektiv, die wirklich daran arbeiten, sind nur Menschen, die Erfahrungen als PatientInnen in der gynäkologischen Behandlung gemacht haben. Es sind auch Menschen mit medizinischem Fachwissen dabei, aber keine, die in der Behandlung aktiv sind. Und ich würde dich, Christina ist unsere sozusagen Expertin für Fragen von Datensicherheit im Kollektiv und auch in vielen anderen AGs sozusagen aktiv. Würde ich dich aber trotzdem mal fragen, Christina, warum das sozusagen so wichtig ist, dass dieses Kollektiv nur aus Personen besteht, die selbst diese Erfahrung in der gynäkologischen Behandlung gemacht haben und diese PatientInnenperspektive uns so wichtig war, und zwar an allen Stellen im Kollektiv. Das heißt, es gibt auch nicht im Hintergrund, in der Programmierung oder sonst wo Menschen, die diese Erfahrung nicht mitbringen. Und vielleicht kannst du dazu was sagen. Genau, also uns ist es allen im Kollektiv ziemlich wichtig, das, was wir als Idee tatsächlich mit uns tragen, auch zu leben in allen Aspekten. Das betrifft natürlich auch dann die Technik und den Datenschutzbereich. Aber auch das gesamte Konzept ist eben darauf ausgelegt, tatsächlich uns auf die Patientinnenperspektive zu fokussieren, weil das ist auch tatsächlich der Kern der Gynformation ausmacht und nicht nur ein Tool oder nicht nur eine Datenbank, sondern auch tatsächlich von der Gesellschaft und den Communities lebt und dem Wissen, was darin enthalten ist. Und wir wachsen auch als Kollektiv immer wieder in der Kommunikation und in der Verbindung mit den einzelnen Betroffenen. Es ist auch für uns wichtig, dass es auch im Technikbereich sich widerspiegelt. Das heißt auch tatsächlich, während wir in der Umsetzung, für die technische Umsetzung planen, auch schon diese ganzen Perspektiven mit drin haben. Also, dass wir auch wirklich, ich denke, seit Beginn des Launch uns auch immer wieder verbessert haben aufgrund von Feedback und das Kollektiv und die Plattform eben auch von dieser Bereicherung an Informationen und Wissen tatsächlich profitiert und das so dann auch an andere Patientinnen weitergeben kann, um dann für jede Einzelne auch wirklich die Lösung dann zu finden. Ja, genau. Also ich, das finde ich einen wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, Christina. Es gibt sozusagen ja nicht nur unsere Webseite, die wir bespielen sozusagen, sondern auch andere Kanäle, wie wir sozusagen mit diesen Communities in Kontakt kommen und wo unserer, ich sag mal so, Netzaktivismus sich abspielt. Und Alina, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, was zu der Rolle, die das sozusagen unsere Arbeit einnimmt und vielleicht auch dazu, was Christina auch gerade schon angesprochen hat, wie wir uns damit sozusagen inhaltlich verbinden und so weiter. Genau. Ja, voll. Ich finde das total wichtig, was du sagst, Christina. Also wir bekommen total viel Wissen aus den verschiedenen Gruppen, die vielleicht sogar auch vor uns schon sehr lange gekämpft haben, um eine Veränderung
der Gesundheitsversorgung und der medizinischen Versorgung. Da gibt es auch eine lange Geschichte sozusagen von Queeren, von Trans, von feministischen Bewegungen, von antirassistischen Bewegungen. Und diese Dienstleistung, die wir sozusagen zur Verfügung stellen mit der Liste, lebt total von diesem kollektiven Wissen. Und es ist wichtig zu betonen, dass auch gerade viele Kollektive entstehen oder in ihrer Arbeit irgendwie aufblühen, würde ich so beschreiben in meiner Wahrnehmung. Es gibt zum Beispiel Roter Stöckelschuh, es gibt Selbstbestimmt Steril, es gibt ganz viele Initiativen, die Listen von und für Transpersonen machen, die sich gegenseitig BehandlerInnen empfehlen. Und wir wollen sozusagen für den Bereich der Gynäkologie da einfach lernen von dem, was wir an Feedback bekommen. Wir haben auch in der Entwicklung des Fragebogens, bevor wir damit in eine Beta-Phase online gegangen sind, so eine Phase gehabt, wo wir ja so eine grobe Gruppe von 50 ExpertInnen mit einem spezifischen Erfahrungswissen auch gebeten haben, uns Feedback zu geben, welche Aspekte wir übersehen haben, was wir vielleicht falsch uns gedacht haben. Das ist sozusagen ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Und die Vernetzung mit den anderen Kollektiven nimmt gerade auch so richtig Fahrt auf, macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, dass wir da auch, also jeder Einzelne von uns auch total viel lernt. Und das Wichtige ist eben, dass dann da keine Defensive oder so entsteht, wenn eine Kritik kommt oder wenn gesagt wird, hey, ihr habt irgendwie diese und jene Gruppe vergessen oder da eine Erasure oder so gemacht, dann nicht defensiv zu reagieren, sondern zu sagen, ey, vielen Dank für das Feedback, dass das Wissen in unser Projekt eingebracht wird. Wir werden das verändern. Und dann sitzt nicht irgendjemand in der Technik an der Webseite, dem man das irgendwie erklären muss oder am Marketing oder wo auch immer, warum jetzt doch noch eine spezifische Gruppe und das ist, wird aber jetzt langsam ein bisschen too much, sondern für alle ist selbstverständlich, das ist genau dieses Wissen, was unsere Arbeit überhaupt möglich macht, weil wir gehen ja nicht zu jeder Gynäkologin in Deutschland und testen, ob diese Person jetzt irgendwie cool ist oder nicht. Das heißt, es ist das ganze Projekt basiert auf einem kollektiven Wissen. Genau, ja, also genau. Dazu wollte ich auch noch ergänzend sagen, das fand ich auch total gut, dass eigentlich ab der Anfangsphase, also wir haben ja eben gesagt, eben auch schon aus PatientInnen-Perspektive, gleichzeitig waren wir uns aber dessen immer sehr bewusst, dass wir im Kollektiv nicht alle Perspektiven abdecken und dass wir deswegen eben auch auf das Feedback dem total dankbar entgegengehen und das ist notwendiges Wissen und notwendige Arbeit und da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt und immer noch, also es ist ja ein fortlaufender Prozess, dass wir das einarbeiten. Genau. Das wollte ich auch eigentlich, das Gleiche wollte ich auch sagen. Also das ist eben, und das, was ich am Anfang gesagt hatte, dafür sind zum Beispiel diese Social-Media-Kanäle für uns auch ein wichtiges Tool sozusagen, um da in Kontakt zu kommen und in Austausch zu gehen, weil unsere Webseite an sich selber jetzt keine Interaktionsmöglichkeiten für Austausch oder sowas bietet. Was wir da noch haben, neben diesem reinen Suchfunktion und Empfehlen, ist ein Blog, wo Artikel erscheinen zu Themen rund um gynäkologische Selbstbestimmung. Und es gibt eine Ressourcenseite, wo ein Glossar ist. Es gibt Informationen dazu, wie Schwangerschaftsabbrüche ablaufen. Und es gibt auch ein Manifest, was wir mal geschrieben haben und solche Dinge. Also wir versuchen da so eine Art Wissenssammlung auch auf lange Sicht anzulegen. Aber viel von dem Austausch und dem Lernen voneinander findet eben über so zum Beispiel auch Social-Media-Kanäle einfach statt. Und es ist auch total wichtig in diesem Bereich sozusagen, wo wir aktiv sind. Und gleichzeitig überträgt sich diese Praxis von so einem Wissensaustausch und von so einem DIY-Prinzip, wo wir sozusagen uns Wissen aneignen über ein Feld, was wir selber eigentlich gar nicht so gut kennen, qua sozusagen Expertise im ersten Sinne, also in der Ausbildung sozusagen, sondern eher über ein Erfahrungswissen und eine praktische Aneignung. Das überträgt sich auch so ein bisschen auf die Arbeit sozusagen innerhalb des Kollektivs. Also wir sind ja an aktiven TeilnehmerInnen sozusagen, sind wir ein recht großes Kollektiv, wo vielleicht so 12 Leute so assoziiert sind und davon immer mehr oder weniger aktiv. Und Christina, vielleicht kannst du dazu so ein bisschen was sagen, wie wir da so im Kollektiv so uns gegenseitig empowern und selbst ermächtigen und auch so Wissen austauschen und Expertisen erweitern vielleicht. Ja, also ich denke, das ist auch mit eines der
Stärken tatsächlich des Kollektivs, dass wir so unterschiedliche Bereiche mitbringen und uns gegenseitig dann auch nicht nur empowern, sondern auch tatsächlich dann bereichern können, was Wissen angeht, was Fragen vielleicht auch angeht, weil auch jede von uns unterschiedliche Fragen auch mitbringt, nicht nur Wissen und unterschiedliche Perspektiven. Und im Kollektiv hattest du ja auch schon erwähnt, also wir haben Menschen, die im medizinischen Bereich eher sind oder mehr im kommunikativen oder im rechtlichen. Und da kommen einfach auch sehr, sehr unterschiedliche Aspekte zusammen, die alle für das Kollektiv wichtig sind, die untereinander so teilweise so vernetzt sind, dass daraus ein super Zusammenspiel einfach entsteht. Und wir haben uns bisher in sehr vielen Themen einfach wunderbar ergänzen können, dass dadurch, dass wir eben auch, also denke ich, alle das gleiche Leitbild auch haben, was uns dazu führt, eben tatsächlich nicht nur innerhalb unserer eigenen Meinung und Expertise zu bleiben, sondern auch wirklich nach Vernetzung und weiteren Sachen auch suchen, um daran auch dann das ganze Projekt auch weiterentwickeln zu können. Wie Lisa auch gesagt hat, es ist ja keine statische Sache, sondern besteht aus unterschiedlichen Prozessen, wie zum Beispiel auch der ganz, ganz wichtige Feedback-Prozess, auf den wir besonderen Wert wirklich legen, dass wenn wir Feedback erhalten, dass das auch wirklich wertgeschätzt wird und nicht als, sag ich mal, destruktive Kritik aufgefasst wird, sondern eigentlich aus jedem Feedback, was wir so bekommen, tatsächlich sehr viel mitnehmen können und wir auch teilweise sehr, sehr dankbar sind dafür, wie aufgeschlossen auch tatsächlich dann die Menschen darauf reagieren, um uns da weiterhelfen zu können, auch die Plattform und das Konzept weiterzuentwickeln. Vielleicht kann ich aus meiner Perspektive noch kurz reingrätschen. Also gerade was so den Umgang irgendwie mit Programmieren, Technik, Datenschutz, Passwortsicherheit, E-Mail-Verschlüsselung und sowas angeht, empfinde ich das zumindest auch, die ich jetzt nicht wirklich aus dem Bereich komme, als super empowernd, da sozusagen Leute im Kollektiv zu haben, die dann auch mal bereit sind, irgendwie einen kleinen Workshop für uns zu machen oder so eine Krypto-Party und auch so eine Art Aneignung nicht nur von Wissen über Gynäkologie, über unsere Körper, über unsere Rechte als PatientInnen, sondern auch eine Aneignung von Wissen über die Tools, mit denen wir dazu aktivistisch arbeiten können, also Netzaktivismus auch als einen Empowerment-Prozess zu verstehen und genauso eben, was Leute angeht, die da eine juristische Perspektive haben, wo ich einfach sicher sein kann, wenn ich dann spreche oder wie ich agiere, auf welcher Basis ich das tue. Und das ist für mich innerhalb des Kollektivs ein total wichtiger Prozess, also auch von euch und allen anderen sozusagen der erweiterten Community, aber auch von euch ganz direkt so zu lernen. Und das passiert dann, wie gesagt, auch nicht nur innerhalb unseres eigenen Kollektivs, sondern auch eben mit anderen Kollektiven, die sich auch gerade in diesem Prozess befinden. Und das ist, finde ich, gerade so ein super interessanter Prozess, auch wenn man gerade in der Corona-Krise nochmal über Aktivismus nachdenkt und Zugänglichkeit von Aktivismus und auch eine Vernetzung, die vielleicht über Netzwerke, über digitale Netzwerke auch möglich wird. Ja, total. Das finde ich auch immer extrem bereichernd und so weiter. Und wir organisieren uns sozusagen im Kollektiv in so AGs, die sozusagen bestimmte Aufgaben haben, aber geben uns auch immer, wie Alina gerade schon angedeutet hat, gegenseitig sozusagen so Workshops wie Krypto-Partys, klar, aber auch zum Beispiel einen Workshop uns gegenseitig selber zu geben zu sensibler Sprache und solchen Sachen. Also es gibt sozusagen verschiedene Themen, die wir uns gegenseitig sozusagen oder zusammen aneignen können auch irgendwie im Prozess. Und das macht total viel Spaß und ist sehr bereichernd, finde ich. Und Lisa, du hast mir erzählt, dass du sozusagen zum Beispiel auch durch diese Arbeit auf Sachen aufmerksam geworden bist, also rechtliche Probleme, die sozusagen in der Gleichbehandlung im Rahmen von gynäkologischer Behandlung die erst dadurch aufgefallen sind. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen. Du musst dich noch, du bist stumm geschaltet. Sorry, jetzt habe ich so aufmerksam zugehört. Also ja, danke für die Frage. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall einen allgemeinen Trend in der Rechtswissenschaft, wo es um das Arzt-PatientInnen-Verhältnis geht. Gerade wurden in den letzten Jahren auch
umfassende Aufklärungs- und Dokumentationspflichten für ÄrztInnen gesetzlich festgelegt. Gleichzeitig gibt es aber auch Aspekte, die da völlig außen vor gelassen werden. Und da ist zum Beispiel ein Umstand, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz und das sagt eben, dass man bestimmte Dienstleistungen allen Menschen anbieten muss und sozusagen, wenn man das nicht tut, dann wird eben geschaut, ob das einen Diskriminierungscharakter hat. Also genau. Und dieses Gesetz ist halt ganz oft in Arbeitsverhältnissen, spielt das eine Rolle, aber komischerweise findet das keine Anwendung auf das Arzt-Patientinnen-Verhältnis mit der Folge, dass zum Beispiel SexarbeiterInnen ganz oft die Behandlung verwehrt bekommen von behandelnden Personen. Und das ist zum Beispiel so eine Frage, die vorher im Studium überhaupt keine Rolle gespielt hat und auch so in, würde ich sagen, so in der Mainstream-Rechtswissenschaft. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, das war auch so ein bisschen so eine Erkenntnis, die ich hatte in der Arbeit, dass viel an Wissenschaft und Literatur eben von Cis-Männern generiert wird und die eben solche Themen völlig außen vor lassen. Und wenn sie sich damit beschäftigen, da eben total beschissene Haltungen einnehmen. Ich kann das echt nicht anders sagen. Die auch teilweise einfach auch meiner Meinung nach verfassungswidrig sind. Ne? Weil wir haben, es gibt einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Und genau, das sind einfach so Fragen, die dann, die eben wichtig werden und wo wir dann auch innerhalb der AGs eben auch einen Austausch haben. Und das empfinde ich als total bereichernd. Also wirklich, wirklich toll. Ja. Genau, das finde ich auch sehr, sehr wichtig hervorzuheben, wie diese Vielfalt wirklich wichtig ist für diesen Prozess. Es ist nicht nur einfach auch schön, unterschiedliche Perspektiven zu haben, sondern auch wirklich, wirklich extrem wichtig, um tatsächlich Lösungen zu finden. Und auch dieses Gefühl, was ich, denke ich, auch für mich selbst zum ersten Mal wirklich im Kollektiv hatte, mit dieser Problematik auch tatsächlich ernst genommen zu werden und dass es wirklich ein Problem ist, an dem wir arbeiten müssen. Absolut. Es ist hinlänglich bekannt, dass die Forschung an bestimmten Krankheitsbildern sozusagen, die in diesem Bereich vor allem vorkommen, nicht so aktiv ist wie in anderen Bereichen. So, dass zum Beispiel der Schwangerschaftsabbruch nicht in der medizinischen Ausbildung gelehrt wird, wenn man Gynäkologin werden will und so weiter. Also es ist wirklich ein strukturelles Problem, wo wir natürlich nur so einen kleinen Tropfen auf dem heißen Stein bilden können, weil das, aber wir hoffen halt, dass wir so eine Art Denkanstoß zumindest geben und bestimmte Themen, an denen wir arbeiten, sozusagen vielleicht sichtbarer machen und dann aber gleichzeitig auch pragmatische, schnelle Lösungen teilweise bieten, einfach indem wir darauf zeigen, wo es denn wieder der strukturellen Probleme trotzdem schon gut läuft. Und wir sind sozusagen fast am Ende und ich wollte eigentlich noch einmal so in die Runde fragen, was ihr so euch wünscht für die Zukunft von unserem Projekt und was so die Themen sind, die ihr Lust habt anzugehen und was vielleicht auch Themen sind, die sich wie Brocken anfühlen oder ich weiß nicht was. Also im Prinzip, was geht jetzt bei uns in Zukunft? Wer hat Lust dazu, was zu sagen? Also ich kann mal anfangen, mein Mikrofon ist noch... Oh, also ich würde sagen, da geht noch richtig viel. Da ist noch viel Luft nach oben. Ich glaube, du hast das eben gerade schon angesprochen. Was ich mir konkret wünschen würde, wäre tatsächlich, dass sich die medizinische Ausbildung ein bisschen... oder auch sehr verändert in dem Hinblick, dass man eben nicht nur den Cis-Mann als so körperliche Normalfunktion irgendwie als Ausgangspunkt nimmt, sondern sich eben genau mit diesen ganzen Fragen auch beschäftigt und auch die Frage, wie können eigentlich Diskriminierungserfahrungen auf den Behandlungserfolg zurückwirken, weil es gibt dort, es gibt statistisch belegte Zusammenhänge, die eben sagen, dass die Diagnostik total fehleranfällig ist, wenn es zu Diskriminierungen im Behandlungsprozess kommt. Und da werden einfach bestimmte Symptome, Krankheiten nicht gesehen. Und
das ist meines Wissens nach noch gar kein Thema in der medizinischen Ausbildung. Und ich wünsche mir, dass das so ein bisschen auch einen Stein ins Rollen bringt. Und vielleicht, Alina, vielleicht kannst du noch mal sowas sagen zu den Plänen, die wir im Kollektiv haben für die Zukunft sozusagen. Also. Ja, total gerne. Also es gibt verschiedene Pläne. Der eine Plan, der gerade schon in der Umsetzung sich befindet, ist verstärkt auf den Kontakt mit GynäkologInnen hinzuarbeiten, weil es uns wichtig ist, dass wir auch das Wissen, was wir jetzt sozusagen sammeln aus allen, die uns ihr Wissen spenden, dass wir das Wissen nicht verpuffen lassen oder nur innerhalb unserer Community nutzen, sondern auch dazu nutzen, eben die ärztliche Behandlung direkt zu verbessern. Und das kann man halt am besten, wenn man die Leute, die sie durchführen, anspricht und sagt, hey, wir haben hier 10 Punkte, die könntet ihr einfach mal umsetzen, dann hätten wir irgendwie schon ein leichteres Leben als PatientInnen. Also daran arbeiten wir. Ich träume auch davon, dass wir uns noch besser vernetzen, dass wir die Praxis, die wir jetzt mit Gynformation entwickelt haben, auch auf andere medizinische Bereiche vielleicht übertragen können. Das können wir zwar kapazitätsmäßig nicht mehr leisten, aber uns ist völlig klar, dass wir genau so einen Mechanismus zum Beispiel für eine Psychotherapie oder so bräuchten, vielleicht auch für einfach AllgemeinmedizinerInnen. Das wäre so ein Traum von mir, dass ich es irgendwie so eine Art Copy-Paste, wo Copy-Paste ist wahrscheinlich nicht möglich. Also die Technik kann eben nicht das leisten, was wir als Kollektiv so an Arbeit machen. Da müssen dann sozusagen neue Netzwerke entstehen. Und die Reichweite wäre halt auch schön, wenn sie sich noch ein bisschen vergrößert, dass wir wirklich wie so eine Art kleinen Hack in die Suche nach der richtigen Behandlerin auch wirklich über Suchmaschinen und sowas erreichen können. Und was ich auf gar keinen Fall vergessen will, ist, dass wir Paragraph 218 und 219a loswerden müssen. Als kurzfristiges Ziel. Absolut. Okay, Christina, willst du auch noch was sagen als Schlusswort? Ja, ich habe eigentlich gar nichts weiter zu ergänzen. Ich freue mich einfach jedes Mal, mit euch zusammen weiterzuarbeiten. Und da geht noch was. Ja. Ja, cool. Dann sind wir fertig mit unserer kurzen Vorstellung und sehen euch gleich im Q&A. Dazu was sagen? Also im Moment decken wir hauptsächlich deutschlandweit ab, also alle Bundesländer und es ist so ein bisschen ungleichmäßig verteilt, weil wir natürlich darauf angewiesen sind, dass möglichst viele Menschen ihre Empfehlungen einreichen, aber die sind auf Deutschland beschränkt. Das hat vielleicht auch noch so den Hintergrund, dass erstens kapazitätsmäßig es schwierig für uns wäre, zum Beispiel so den gesamten deutschsprachigen Raum abzudecken, weil wir so schon so relativ viel zu tun haben, sag ich mal. Und dann gibt es auch noch, vielleicht gehe ich da jetzt ein bisschen in Lisas Bereich rein, aber so rechtlich einfach auch einige Unterschiede, sowohl was Schwangerschaftsabbrüche als auch Datenschutzgesetz und so weiter angeht. Deswegen haben wir einfach gesagt, der Einfachheit halber, wir machen erstmal deutschlandweit. Es gibt aber ähnliche Projekte, zum Beispiel in Frankreich, in der französischsprachigen Schweiz, in Quebec und es gibt auch in Österreich QueerMed. Das ist so eine ähnliche Seite, die sich eben auf queerfreundliche MedizinerInnen bezieht. Also es gibt Leute, die ähnliche Sachen für andere geografische Bereiche machen.
Okay, du hast ja gerade schon so ein bisschen diese Ressourcenfrage angesprochen. Jetzt sind viele Menschen total dankbar. Es gibt aber wohl auch welche, die unterstützen wollen. Die Frage ist nämlich, wie kann man euch unterstützen? Also da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Wir haben, das wurde jetzt nur kurz angeschnitten in der Einführung, wir haben eben auch eine Blogseite bei uns auf der Webseite, wo die Möglichkeit besteht, nochmal längere und vertiefendere Artikel zu veröffentlichen. Da suchen wir immer nach ExpertInnen, die Lust haben, dafür was zu verfassen. Und ja, also wir haben so an sich so das Kernkollektiv ist so eine relativ feste Struktur, aber wir freuen uns eigentlich immer über Anfragen und es gibt auch unsere E-Mail-Adresse, an die kann man schreiben oder über Social Media und dann setzen wir uns in Verbindung und gucken, wo man eben seine Kräfte einsetzen kann. Und eine wichtige Unterstützung ist auch das Teilen. Also vielleicht kann man das nochmal sagen, selbst wenn jetzt jemand keine Kapazität hat, im Kollektiv mitzuarbeiten. Zum Beispiel vorgestern hat uns eine Influencerin auf Insta geteilt, die total viel zu Fettfeindlichkeit in der Medizin arbeitet und irgendwie 80.000 Follower hat. Wir haben seitdem auf unserem Insta irgendwie 500 neue Leute. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wenn wir in unsere Statistik gucken, irgendwie seitdem 50, vielleicht nicht 50, aber 20 Fragebögen neu eingegangen sind mit positiven Empfehlungen. Also wenn ihr Reichweite habt, teilt das gerne. Wir haben auch sozusagen noch so eine Frage nach so Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen auf dem Schirm. Also wie findet man wirklich auch unsere Seite irgendwie schneller? Und ich glaube auch einfach, wenn ihr eine gute Erfahrung gemacht habt, gerne einen Fragebogen ausfüllen, ist der erste Schritt. Das hilft total viel. Okay, also unterstützen durch mehr Sichtbarkeit oder vielleicht dann auch selbst beteiligen und dann schreibe ich euch einfach und kann dann mitmachen. Das war nämlich auch nochmal explizit eine Frage, wie kann ich mitmachen? Mich einfach melden. Okay, wie viele seid ihr denn gerade in dem Kollektiv? Und ihr hattet mal AGs in dem Vortrag erwähnt. Wie viele gibt's davon? Und zu welchem Thema? Also wir sind circa lose, glaube ich, 12 mittlerweile. Und also das variiert natürlich ganz stark, je nachdem, wie viele Ressourcen wir haben, weil wir das natürlich alle neben unserem eigentlichen Jobs und Tätigkeiten auch noch mittragen. Und ja, haben da so unterschiedliche AGs, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit, Texte, Rechtliches, weiß nicht, ergänzt ihr mal. Webseite, Jura, hast du das gesagt? Genau, das Rechtliche. Fragebogen, also, Auswertung machen wir eigentlich alle. Blogredaktion, Glossar. Ja, ist einiges zu tun. Ja, also ich glaube, so die Struktur hält sich halt, also sie ist aufrechtzuerhalten, wenn wir nicht zu groß werden, weil wir halt auch sehr eng zusammenarbeiten und gut kommunizieren müssen. Und außerdem bekommen wir extrem viele sehr vertrauliche Daten rein und wollen halt auch so ein bisschen wissen, wer ist denn das, wenn wir so zusammenarbeiten. Na, Übersetzung ist noch eine wichtige AG, die haben wir vergessen. Wir arbeiten gerade daran, auch die Seite in mehrere Sprachen zu übersetzen, als erstes Englisch. Genau. Okay, alles klar. Das heißt, dann hätte ich hier jetzt noch eine Frage stehen. Es können aber natürlich immer noch, wir haben, glaube ich, noch 5 Minuten, wenn ich das richtig sehe, können noch Fragen ergänzt werden. Jetzt hier noch, welches Feedback habt ihr denn bisher so bekommen? Das Feedback ist eigentlich, also es gibt natürlich kritisches Feedback, so was wir auch im Vortrag so oder im Panel ein bisschen erwähnt haben, so vor allen Dingen zu Beginn, da habt ihr was irgendwie vielleicht noch nicht so im Detail abgebildet, wie es nötig wäre, oder da müsstet ihr die Behandlungsmethoden nochmal differenzieren, oder ich habe diese Erfahrung gemacht, das kommt noch gar nicht vor auf eurer Seite oder so. Und seit wir jetzt online sind und das irgendwie sich so einläuft und wir auch größere Communities erreichen, kommt vor allen Dingen sehr viel Feedback von Leuten, die sagen, ich war ganz lange nicht bei der GYN und jetzt habe ich irgendwie wieder Mut gefasst oder habe jetzt jemanden gefunden über die Seite, die ist super, die Person. Also da kriegen wir viel, viel Feedback, das uns eigentlich zeigt, dass das Projekt sehr, sehr nötig ist und war.
Und natürlich gibt es manchmal auch ein Feedback so, oh, ich habe da eine Person auf der Liste entdeckt, ich war schon mal bei der, ich fand die gar nicht gut. Und dann versuchen wir halt in so einen vertraulichen Austausch zu kommen mit der Person, zu verstehen, was da in der Behandlung schlecht gelaufen ist. Und dann treffen wir so im Kollektiv eine Entscheidung dazu, wie wir damit umgehen und entfernen gegebenenfalls auch wieder eine Person von der Liste. Vielleicht noch ein Feedback, was ich ein bisschen erschreckend finde, von GynäkologInnen, da haben wir wie so eine Art Prozess sozusagen entwickelt, auch gerade zum Thema Schwangerschaftsabbruch in einen gewissen Austausch zu treten. Und da zeigt sich so eine Tendenz, dass einige Praxen gar nicht so gerne genannt werden möchten, weil ich denke, dass auch mit sozusagen einer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun hat, in der diese Behandlungsmethode eben stärker und stärker stigmatisiert wird und das ÄrztInnen auch dazu verleitet, damit nicht mehr so offen umzugehen oder es gar nicht mehr anzubieten. Habt ihr denn auch antifeministische Rückmeldungen bekommen, wurde jetzt gerade noch gefragt? Also ich habe bislang noch nichts mitbekommen, obwohl das natürlich uns bewusst ist, dass das schon auch ein Risiko ist, weil wir wissen, dass auch gezielt im Netz nach Seiten gesucht wird. Und das ist schon auch so eine Gefahr, sag ich mal, mit der wir uns auseinandersetzen. Aber ich weiß nicht, jetzt eine konkrete E-Mail oder DM oder so aus der Ecke, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also es gab einmal einen transfeindlichen Kommentar auf Twitter, der ging aber auch eher über uns so als Seitenbande gespielt an einen anderen transaktivistischen Account. Daran kann ich mich erinnern, aber ansonsten ging es bisher eigentlich ganz gut. Zum Glück. Aber gut, man macht die Arbeit ja auch in dem Bewusstsein, wie Lisa auch schon gesagt hat. Okay, trotzdem natürlich schön zu hören und ich drücke die Daumen, dass es weiter so bleibt. Ich habe hier noch eine letzte Frage stehen, es sei denn, es kommt vielleicht noch welche dazu. Wie sieht es mit der Übersetzung der Seite in leichte Sprache aus? Habt ihr das auch mitgedacht? Wir zögern immer so, weil wir nicht wissen, wer jetzt redet. Ja. Ne? Christina, sag du doch mal. Also auf jeden Fall, das haben wir auch von Anfang an mit auf dem Schirm gehabt, dass das eine Notwendigkeit ist. Und wir wollten das aber nicht so auf einfach im Sinne von eine von uns setze ich jetzt hin und mach das einfach mal, sondern tatsächlich wirklich jemanden finden, eine Person finden, die uns da wirklich gut unterstützen kann und auch wirklich weiß, was es bedeutet, ein Angebot in leichter Sprache wirklich anzubieten, weil es halt ja, also wirklich eine Funktionsbereicherung dann ja sein soll und nicht einfach, ich sag mal, nur eine Ergänzung. Also zum Thema Mitmachen, wenn jetzt jemand zuschaut, die der leichte Sprache übersetzen beherrscht, wäre es ein super tolles Feedback zum Beispiel für uns von euch zu hören. Und weil wir können sozusagen keine Jobs vergeben, aber wir würden uns freuen, so jemanden ins Kollektiv aufzunehmen, die dann an diesem Prozess mit uns arbeiten kann. Das wäre zum Beispiel super toll. Ja, dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank für diesen Vortrag. Es geht gleich weiter noch. Wir können noch mit euch reden in dem Big Blue Button Raum. Der Link dazu steht auch im Pad. Und ich würde mich an dieser Stelle schon mal bedanken und noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wie erreicht man euch denn am besten, wenn jetzt dieser Tag vorbei ist oder ich vielleicht den Talk auch hinterher sehe? Wo kann ich euch anschreiben? Ja, am besten per E-Mail hätte ich gesagt, an kontakt@information.de. Da sind wir alle zusammen erreichbar. Und natürlich nutzt auch alle anderen Kanäle, Instagram, Twitter. Wo ihr Facebook, ein bisschen. Auf Facebook erreicht man uns nicht immer so gut. Auf Insta und auf Twitter antworten wir auch auf Nachrichten relativ schnell. Genau. Und noch vielleicht ganz wichtig, wir haben auch die Möglichkeit, verschlüsselt zu kommunizieren, falls das notwendig sein sollte. Ja, fantastisch. Dann vielen herzlichen Dank euch fürs Vorstellen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, Frage stellen und vielleicht jetzt gleich noch weiter diskutieren. Das war die Vorstellung von GynFormation. Vielen Dank an euch. Dankeschön. Okay.